Der Direktor von der Marienberg, studierter Theologe, Einstieg in Unternehmensberater, ist heute als Plagkritiker bei uns und ich freue mich schon auf die Kritik. Am besten, wenn wir gleich loslegen, oder? Mhm. Gut, ich habe mich jetzt einfach an den Fragen entlang geschrieben, da, was der Klaus mir geschickt hat. Also welchen Teil der VN nehmen Sie morgens als erstes in die Hand? Also was ich natürlich wirklich ganz am Anfang immer anschaue, ist der A-Teil, also wo es um Politik geht, um die Themen zu Vorarlberg und vor allem auch Politik in Vorarlberg. Das ist das, was mich einfach am meisten interessiert und das, was ich auch am Morgens immer als allererstes in die Hand nehme. Und danach schaue ich meistens noch kurz lokal, kurz Sport, kurz Marktteil. Ist Ihrer Ansicht nach die VN-Titelseite am Samstag richtig gewichtet? Ich würde sagen, nein. Und zwar, was mir eigentlich sehr gut gefallen hat in diesem Artikel oder halt in dieser Ausgabe, ist der Leitartikel vom Christian Ordner, weil hier wird meines Erachtens eines der wichtigsten Themen in Österreich überhaupt angesprochen, also so dieses Thema Politikverdrossenheit der Jugend und auch die Unfähigkeit der Politik eigentlich nachhaltig zu arbeiten. Und das bringt ja sehr schön auf den Punkt. Und ich hätte es eigentlich sehr schön gefunden, wenn man das eigentlich versucht hätte, auch am Samstag stärker zu positionieren. Ich meine, ich weiß, es ist ein Anliegen auch von den Vorarlberger Nachrichten, Jugendliche stärker anzusprechen. Sie haben ja deshalb auch die Schulaktion gemacht, wo wir auch als Schule in Marienberg von Ihnen jeden Morgen beliefert werden. Und ich hätte das wirklich schön gefunden, weil Sie haben ja danach auch dieses Interview mit dem Herrn Hörhan, genau. Und das hätte für mich eigentlich sehr gut gepasst, wenn man daraus ein bisschen eine bessere Story gemacht hat und wenn man das vielleicht auch noch mit einer Umfrage, einer Reportage von Vorarlberger Jugendlichen verbunden hätte und das einfach auch auf die Titelseite gegeben hat, weil es wäre einfach wirklich der Anlass dazu gewesen. Vor 4 Tagen hat unsere Finanzministerin das Budget vorgestellt und wie der Christian Ordner richtig sagt, das sind halt die Themen, also Zuschuss von Pensionen, und halt die Schuldentilgung sind die beiden größten Budgetposten, geht natürlich auf Lasten der Jugend und das hätte man meines Erachtens einfach, glaube ich, am Samstag schön auch auf der Titelseite verpacken können. Das wäre. Wobei das Thema, was der Klaus schreibt, ich glaube, das kommt ja auch von dir, dieses Naturschutz vereint im Kampf gegen Z-Variante, ist natürlich für Vorarlberg ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber ich hätte das jetzt einfach aus den genannten Gründen an eine andere Titelseite oder andere Schlagzeile bevorzugt. Dann kommt ein Thema zu kurz. Also was mir an der VN nicht gefällt, ist einfach der Teil Politik, und zwar internationale Politik. Mir fehlen hier einfach die Reportagen. Was ich für mich gut angeboten hätte jetzt am Samstag, wäre so eine kurze Hintergrundanalyse-Reportage zum Thema Wahl in der Schweiz, oder? Weil es doch sozusagen unser Nachbarland ist, ein paar Kilometer von hier entfernt. Und das ist jetzt hier auf einem ganz, weiß nicht, glaube ich, ganz kurzen 2 oder 3 Absätze ist das ausgebreitet worden. Hätte ich mir eigentlich erwartet, dass hier das stärker gewichtet wird, einfach weil Schweiz doch. Es arbeiten sehr viele Leute dort. Ich habe selber mal dort gearbeitet und ist einfach unser Nachbarland. Welches ist der Top-Artikel aus der Samstagausgabe? Das eine habe ich schon gesagt, also der Leitartikel von Christian Ordner, Null Bock auf Politik, dazu habe ich schon was gesagt. Das andere, was mir gut gefallen hat, war eigentlich dieser lokale Augenschein, Durststrecke über der Grenze, Rheinpark. Hat mir eigentlich gut gefallen, auch wie es gemacht worden ist, also dass man so geschaut hat, wie viele Leute waren an den unterschiedlichen Zeiten bei der Kasse, das Interview. Weil ich denke, Aufgabe von der VN ist es auch, wird auch gut erfüllt, einfach lokale Themen zu beleuchten. Und ich denke, das ist sicher ein lokales Thema, auch wenn mittlerweile nicht mehr so viele Vorarlberger im Rheinpark einkaufen gehen. Ja, dann komme ich zum nächsten. Was ist der Flop-Artikel? Also ich möchte grundsätzlich sagen, ich möchte mir da jetzt nichts anmaßen. Ich möchte aber trotzdem 2 Sachen sagen. Das eine, was mir halt nicht gefallen hat, war dieser Artikel, Krankenstandstage werden weniger. Ich glaube auch nicht, dass der von jemandem von Ihnen geschrieben worden ist. Zumindest habe ich auch kein Kürzel gesehen. Und zwar deshalb, weil
mir fehlt hier einfach der Tiefgang, oder? Ich glaube, ich weiß nicht, wann die Studie rausgekommen ist, aber wenn man das aufgreift, dann finde ich, dann sollte man einen stärkeren Tiefgang haben. Zum Beispiel wird in dem Artikel wird gezeigt, die Entwicklung der Krankenstandstage, oder? Von 2000, ich glaube, das ist zuerst runtergegangen, dann wieder rauf, jetzt wieder runter. Und da hätte man meines Erachtens einfach das stärker einfach hier noch nach Gründen suchen können. Es ist zwar es ist gesagt worden, die Grafik ist beschrieben worden, nur finde ich, wenn man schon ein solches Thema bringt, das hat es nicht unbedingt, hätte man auch nächste Woche bringen können, meines Erachtens. Aber wenn man sowas macht, dann müsste man meines Erachtens einfach hier stärker noch in die Tiefe gehen. Also das, darum würde ich sagen, ja, ich würde es nicht sagen Flop-Artikel, aber etwas, was mir wirklich, was mich schon ein bisschen gestört hat, oder? Einfach hier der fehlende Tiefgang. Ja, was hat Sie in dieser Ausgabe überrascht? Eben das VN-Interview mit dem Herrn Hörhan und dem Leitartikel, weil das eigentlich wirklich mir aus der Seele gesprochen ist, weil einfach diese fehlende Nachhaltigkeit einfach auch ja, das ist, wo ich auch in der Schule predige, auch in der Diskussion mit den Mädchen. Und das finde ich, da haben sie mir auch sehr stark aus der Seele gesprochen, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Was ich an der VN natürlich schätze, ist schon der Lokalbezug, darum lese ich auch die VN. Also zu meinem Medienkonsum möchte ich sagen, dass ich lese normalerweise immer der Economist und die Zeit, die habe ich beide auch abonniert, lese sonst keine Tageszeitung außer die VN. Also für mich ist einfach Economist, Zeit und dann VN für den lokalen Bezug. Dann, was ich an der VN noch schätze, und das möchte ich wirklich besonders hervorheben, ist auch das Interesse an schulischen Themen. Also wenn von Seiten von der Schule her etwas kommt, auch von unserer Schule, gibt es immer ein offenes Ohr. Also vor kurzem waren wir auch im Kulturteil mit unserer Gartenzwerg-Aktion oder auch sonst, wenn es irgendetwas Anliegen von unserer Schule gibt, dann finde ich das wirklich toll, dass wir hier auch auf offene Ohren stoßen. Und diese Zusammenarbeit ist mir wirklich auch sehr wichtig. Was schätze ich nicht? Das eine habe ich gesagt, ist der internationale Teil der Politik. Den lese ich auch nicht, weil ja, da erfahre ich einfach nichts Neues, weil würde ich mir einfach wünschen, dass sie einfach ab und zu mehr Tiefgang oder einfach mal verstärkt was rausgreifen und so eine Hintergrundgeschichte oder Reportage machen. Gut, dann gravierendster Fehler, da ist mir eigentlich nichts aufgefallen, also ich habe da keine Fehler gemerkt. Da muss ich generell sagen, ich war jetzt 15 Jahre nicht in Vorarlberg und die Fehlerquelle, oder die sind massiv zurückgegangen. Ich kann mich noch erinnern, wo ich in der Schule war, da sind mir viel mehr Fehler auch aufgefallen und ich glaube schon, dass sie da qualitätsmäßig sehr, sehr großen Sprung gemacht hat. Ich war jetzt wirklich 15 Jahre nicht in Vorarlberg, die Hälfte der Zeit auch gar nicht in Österreich und da ist mir schon auch ein massiver Qualitätsgewinn von der VN auch aufgefallen. Und bei welchem Artikel sind Sie am längsten hängen geblieben? Das war eben, wie gesagt, das VN-Interview mit dem Herrn Hörhan. Ja, das waren jetzt so die Fragen. Danke für die offenen Worte. Ja, also ich möchte schon sagen, ich sage das wirklich einfach offen, weil ich denke, nur wenn man offenen Dialog führt, dann kann man auch lernen. Danke für die Einschätzung jetzt.